Fuck! Hallo, dieses Video ist im Grunde ein kleines Ergänzungsvideo zum Video von Sonntag. Einmal am Anfang ganz kurz, ja, ich weiß, dass Krokodil und Desomorphin dasselbe sein soll. Ich sagte aber explizit, das von den Medien als Krokodil bezeichnete. Wenn die Medien darüber reden, reden sie immer über eine sehr unreine Form von Desomorphin. Und sobald es so unrein ist, kann man meiner Meinung nach nicht mehr sagen, dass es sich dabei um C17H21NO2 aka Desomorphin handelt. Dann habe ich ja noch im Video gesagt, dass man so schwer an die harten Drogen herankommen sollte, wie an Waffen. Einige von euch meinten dann, ja, wenn es dann wiederum so schwer ist, an Drogen heranzukommen, dann werden doch die meisten wieder zum Schwarzmarkt greifen. Doch wie schwer ist es eigentlich, um in Deutschland legal eine Waffe zu kaufen? Es war ein bisschen undurchdacht von mir, diesen Vergleich zu wählen, denn als ich das gesagt habe, wusste ich das selbst noch nicht genau. Genau genommen ist es ziemlich leicht, legal eine Waffe zu kaufen. Beim Wort Waffe denkt man ja in erster Linie an eine normale, scharfe Pistole, wie sie auch die Polizei mit sich trägt. Jedoch gelten Armbrüste und Schreck- und Reitstoffpistolen genauso als Waffe. Und diese kann sich jeder ab 18 einfach so kaufen. Doch gehen wir mal ein wenig ins Detail. Ich finde das äußerst interessant, obwohl ich mich eigentlich kein Stück für Waffen interessiere. Fangen wir von unten an. Theoretisch sind ja Softairs oder Taschenmesser auch irgendwie Waffen. Die fallen aber nicht unter das Waffengesetz. Die kann sich eigentlich jeder ab 14 kaufen. Ab 18 kann man sich folgende Waffen einfach so kaufen. Schreckstoff, Reitstoff und Signalwaffen mit PTB-Zeichen. Luftgewehre, Luftpistolen und Softair mit F-Zeichen, Armbrüste, einläufige Perkussionswaffen, Schusswaffen mit Zündnadelzündung, Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, sofern Modell vor dem 01.01.1871 entwickelt wurde. Ja, vor allem die letzten vier Beispiele sind Waffen, die sehr tödlich sein können, wurden ja auch früher in Kriegen benutzt. Da die Modelle aber vor 1871 entwickelt wurden, schauen sie etwas altmodisch aus und es ist auch etwas komplizierter mit ihnen zu schießen. Aber auch die anderen genannten Waffen sind sehr heftig. Wenn man jemanden mit so einer Pfefferpistole abknallt, schwillt dem alles an, er muss kotzen und vieles mehr. Und ich denke, dass die ab einer gewissen Nähe auch tödlich sein können. Einige Schreckschusswaffen kann man sogar so umbauen, dass man sie mit scharfer Munition füllen kann. Was aber dann wiederum illegal ist. Bis auf die Schusswaffe mit Lundentzündung und die Armbrust darf man diese Waffen allerdings nur kaufen und nicht mit sich herumtragen. Für die Schreckstoff-, Reizstoff- und Signalwaffen reicht allerdings ein kleiner Waffenschein, um diese mit sich herumtragen zu dürfen. An diesen kommt man eigentlich relativ leicht. Das kann man ganz einfach beantragen, wenn man nicht vorgestraft ist oder in der Vergangenheit irgendwie anders krass negativ aufgefallen ist, dann bekommt man den auch nach ein paar Wochen. Das Ganze kostet zwischen 30 und 150 Euro. Um alle anderen Waffen mit sich herumtragen zu dürfen, auch die, die ich jetzt noch aufzähle, braucht man einen Waffenschein. An diesen kommt man jedoch nur sehr schwer. Man muss zum einen beweisen, dass man sich sehr gut mit Waffen auskennt. Und noch schwieriger, man muss auch beweisen, dass man sehr viel mehr als die Allgemeinheit davon gefährdet ist, auf Leib und Leben angegriffen zu werden. Daher bekommen diesen meist nur Leute, die einen bestimmten Beruf ausüben. Dann gibt es noch die Waffenbesitzkarten. Diese haben unterschiedliche Farben und je nach Farbe erlaubt es einem den Besitz zu den unterschiedlichen Waffentypen. Wenn man ein großer Waffenfan ist, kann man mit etwas Engagement an so eine Karte kommen. Wenn man zum Beispiel regelmäßig einen Schützenverein besucht und auch sich gut mit Waffen auskennt, ist die Chance eher hoch, dass man so eine Karte nach Beantragung erhält. Sofern man sich auch in der Vergangenheit nichts hat zu Schulden kommen lassen. Als Waffenbesitzer darf man sich generell nichts zu Schulden kommen lassen, denn wenn man jetzt zum Beispiel erwischt wird, wie man betrunken Auto fährt, zack, schon ist die Waffenbesitzkarte weg. Außerdem muss man auch beweisen, dass man die Waffen sicher aufbewahren kann, ohne dass ein anderer an sie herankommt. Also an so einfache Handfeuerwaffen zu gelangen, ist auf jeden Fall möglich, wenn man es unbedingt will. Wenn man sich jetzt ein vollautomatisches Maschinengewehr kaufen will, dann ist es nahezu unmöglich, an so eine Waffe legal heranzukommen. Wenn man seine Waffe übrigens gut verschlossen mit sich herumträgt, reicht übrigens eine Waffenbesitzkarte, um diese zu einem Schützenverein transportieren zu dürfen. Die Frage lautet jetzt, wie gut funktionieren diese Regelungen? Es wird geschätzt, dass ca. 20 Millionen illegale Schusswaffen in Deutschland kursieren. Das sind doppelt so viele wie die legal registrierten Waffen. Müssen deshalb die Waffengesetze in Deutschland liberalisiert werden? Ich will sie auf keinen Fall so liberal machen wie in Amerika, aber vielleicht ein bisschen liberaler, als sie es jetzt sind. In Österreich sind da die Gesetze zum Beispiel wesentlich liberaler und sinnvoller. Dort braucht man eigentlich nur ein psychologisches Gutachten, ob auch alle alles sauber im Kopf ist
und dann kann man sich fast direkt eine Waffe kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie akkurat so ein Test ist und ob man jeden geisteskranken Psychopathen da direkt erkennt. Von der Theorie her macht es aber auf jeden Fall Sinn, dass jeder, der noch alle Tassen im Schrank hat, sich auch eine Waffe kaufen darf. Und Österreich ist jetzt auch nicht bekannt dafür, ein Waffenproblem zu haben. Der größte Unterschied zwischen Waffen und Drogen ist aber, dass es sehr viel leichter ist, mit Waffen auch anderen zu schaden. Trotzdem gibt es aber bei Waffen ein legales System, wie man an die unterschiedlichen Waffen kommt. Und da sagt ja auch keiner, die deutschen Waffengesetze sind nicht streng genug, die Waffen sollten lieber komplett verboten werden. Das ist doch irgendwie absurd. Beides sind Dinge, die man vernünftig anwenden kann oder missbrauchen. Nur ein Waffenmissbrauch ist sehr viel dramatischer als ein Drogenmissbrauch. Wir können doch zumindest mal anfangen, ein legales Drogensystem zu erschaffen, indem wir damit anfangen, manche jetzt illegale Drogen unter ähnlichen Voraussetzungen zu verkaufen, wie scharfe Feuerwaffen zum Beispiel. Damit sich der Schwarzmarkt aber nahezu in Luft auflöst, müssen diese Gesetze natürlich mit der Zeit immer liberaler werden. So dass es mit der Zeit dann vielleicht irgendwann so schwer ist, wie einen Autoführerschein zu machen und dann mit der Zeit vielleicht noch liberaler, je nachdem wie gut die Aufklärung funktioniert. Was spricht da dagegen? Was sagt ihr zu den deutschen Drogen- und Waffengesetzen? Unter welchen Bedingungen würdet ihr den Verkauf von Drogen oder Waffen genehmigen? Wenn ihr euch für Drogen interessiert und nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kanal. So, ich gehe jetzt erstmal Tyler Durden töten.